Wochenende sind wir mal zu zweit nur unterwegs. Wir fahren nach Bad Steben in einen Kurort, wo wir die Therme morgen besuchen werden. Den Stellplatz in Bad Steben haben wir schon im Voraus reserviert. Heute Abend werden wir eventuell ins Casino gehen und unser Glück versuchen. Und am Sonntag werden wir in einen Café gehen, was weitreichend bekannt ist für seine grandiosen Schwanenwindbeutel. Da werden wir dann euch auch Bilder oder Video zeigen dazu. Okay, das Wetter ist wunderschön und Bad Steben ist von uns nicht weit entfernt. Und wir werden uns dieses Wochenende mal von dem ganzen Arbeitsstress entspannen und erholen. Bis später. Ja, und ich muss mich leider ein bisschen auf die Straße konzentrieren. Straße hoch. Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist der Waldstein. Und da sind wir jetzt fast oben. Aber ich wünsche euch für das Video trotzdem viel Spaß. Angekommen am Stellplatz Bad Steben an der Therme. Die Grit ist schon wieder an ihr Handy. Das erste ich muss arbeiten. Wir brauchen neue Mitarbeiter und da muss man immer wieder zeigen. Also wenn jemand Erzieher ist oder Kinderpfleger, kann sich gerne melden. Da ist eine Stelle zu vergeben. Und das erste Bierchen hat auch schon wieder geschmeckt. Jetzt müssen wir uns noch anmelden, an der Therme muss man sich da anmelden. Und dann werden wir noch was essen. Und ich schätze mal, dann werden wir ins Casino gehen und unser Glück probieren. So, wir waren jetzt an der Kasse in der Therme Bad Steben und haben den Stellplatz für 2 Nächte bezahlt. Haben insgesamt 30 Euro bezahlt für 2 Nächte, 15 Euro die Nacht ist okay. Wir haben eine ruhige Nacht verbracht. Stefan war schon Semmeln holen. Das ist Arbeitsteilung bei uns. Stefan geht Semmeln holen und ich richte dabei das Frühstück her, koche Kaffee und alles. Und ich koche nichts. Ich genau, nur Semmeln. Wie immer. Ja, wir werden jetzt frühstücken und danach werden wir in die Therme gehen und uns entspannen, hoffe ich. Ja, gestern sind wir nicht mehr ins Casino gegangen. Wir haben uns entspannt im Wohnmobil. Und ich habe gesehen in dem Video, das sind so laute Autos vorbeigefahren. Hier geht zwar eine Straße vorbei, aber nachts ist es richtig ruhig und da kann man schön entspannen. Und wie gesagt, jetzt zum Frühstücken, dann gehen wir in die Therme
und dann sehen wir uns wieder. So, nach unserem Tag in der Therme gehen wir jetzt in die Pizzeria da Carmelo. Die hat der Stefan schon vorher reserviert, weil wir waren schon oft in Bad Steben und wollten dann essen gehen und es kam immer die Frage, haben Sie reserviert? Nein, dann haben wir keinen Platz. Also, wir sind schlauer geworden. Und dann haben wir reserviert. So, jetzt waren wir essen. War sehr lecker. Danach sind wir mal ins Spielcasino gegangen. Allerdings haben wir nicht gespielt. Man hat uns auch angesehen, dass wir das erste Mal da sind. Dafür haben wir jeweils ein Getränk umsonst bekommen. Ja. Aber wir haben unser Glück nicht herausgefordert. Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Wohnmobil. Wenn und ihr hört von uns morgen früh wieder. Ja. Guten Morgen. Heute ist Sonntag. Jetzt frühstücken wir gemeinsam. Um 12 müssen wir den Stellplatz verlassen haben. Dann fahren wir auf den Parkplatz, dann werden wir uns noch den anderen Stellplatz, Campingplatz in Bad Steben anschauen und dann ist Zeit, Schwanenwindbeutel zu essen. Ich freue mich schon riesig drauf. Okay, so machen wir es. Bis ja. Dann. Mein Mann macht alles, was ich sag. Ja. So, ich möchte euch noch die Fähr- und Entsorgung von Wohnmobilstellplatz Bad Steben zeigen. Hier ist der Bodeneinlass fürs Grauwasser. Frischwasser. Frischwasser kostet 100 Liter 1 Euro. Daneben steht die Kassettentoilettenentleerung und die Müllentsorgung. Getrennt Restmüll, Papier, Glas. Weiter hinten wird wohl wahrscheinlich noch der Stellplatz erweitert. Der befindet sich gerade im Bau. Auch ist die Einfahrt verlegt worden und ist eine Behelfseinfahrt, die im Moment ein bisschen eng ist. Für größere Wohnmobile eher ungeeignet. Aber die Bauzeit geht ja vorbei. Was schön ist, an der Infotafel am Stellplatzeingang sieht man gleich, welcher Platz belegt ist und welcher reserviert ist. Da kann man eventuell gleich auf dem richtigen Stellplatz sich hinstellen, wenn man es rechtzeitig sieht. Wir haben es nicht gesehen, erst jetzt. Also wir sind jetzt hier auf dem Frankenwaldsee. Dahinter ist der Campingplatz, der wird gerade modernisiert. Ja, wenn man Ruhe und Entspannung möchte, ist das hier ideal. Auch mit Kindern optimal gelegen. Viele Spielmöglichkeiten. Ja, jetzt schauen wir mal noch ein bisschen um den See herum. Wenn noch was Interessantes ist, dann filmen wir es auch noch. Es ist so ein Platz, da sind wir über den Steg gefahren.
ist zwar ein Warnschild dort, betreten auf eigene Gefahr, weil man einsinken kann, aber Stefan ignoriert das alles. Aber im Sommer ist es bestimmt herrlich hier. Auf der kleinen Insel da drüben, da waren wir gerade, wo die Grit gefilmt hat. Ich schwenke mal da ein bisschen rum und den See nochmal. Da drüben geht es dann auch zu dem Campingplatz hoch. Und jetzt gehen wir mal zur Grit. Die sich gerade auf der schönen Bank gemütlich macht. Jetzt werden wir gleich weiterfahren, weil mein Schwanenwindbeutel wartet schon auf mich. Okay, das machen wir. Also mein Mann fährt auch Roller, deswegen musste ich jetzt auch mal filmen, weil sonst filmt er immer nur mich. Bergauf habe ich den klaren Vorteil, weil ich weniger wiege wie mein Mann. Bergab ist er wieder schneller. Da bringt das Gewicht wieder den Vorteil. Das heißt, ich bin zu dick? Nee, ein bisschen. So, jetzt sind wir im Café Reichel. In Bad Steben, wo es die traditionellen Schwanenwindbeutel gibt. Ich habe mir den blonden Engel bestellt. Stefan, das schwarze Ohr. Cappuccino ist schon da. Grit hat jetzt gerade ein Bild gemacht für den Windbeutel. Wahrscheinlich in Großformat. Das bringe ich mit rein. Dieser Wochenendausflug geht zu Ende. Die nächsten zwei Wochen werden wir nicht unterwegs sein. Stefan muss die Lithiumbatterie einbauen und noch bei unserem Sohn in seinem Jumper ein bisschen ausbauen für die nächsten Urlaube. Ostern werden wir Kurzurlaub, werden wir entweder nach Kroatien, Holland oder Deutschland. Da sind wir uns noch ein wenig unschlüssig. Ihr könnt aber gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr gerne mal sehen wollt. Vielleicht können wir das doch irgendwo mit einbauen. Ja, wenn euch unser Video von Bad Steben gefallen hat, würden wir uns freuen über einen Daumen nach oben. Oder abonniert einfach unseren Kanal. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss und bleibt gesund.